Hier gibt es sonst nichts mehr. Schön. Dann wollen wir hier wieder rausgehen. Wer in die Toilette taucht, der auch alte Socken raucht. Nein, ich rauche nicht und ich bin da auch eigentlich nur rein, weil ich das Puzzleteil brauchte. Ich war jung und brauchte die Puzzleteile. So, ich komme da aber jetzt echt nicht noch höher, oder? Das geht nicht. Ich wüsste nicht, wie das gehen sollte. Das kann nicht gehen. Ist da drüben noch irgendwas? Nein, da muss ich ja gar nicht mal hin. Dann muss ich eigentlich nur noch dahin. Jo. Machen wir das. Wisst ihr jetzt zumindest nicht, was ich sonst irgendwie vergessen haben könnte? Es kommt mir manchmal einfach zu schnell vor, glaube ich. Bin auch in Banjo-Tooie so viel Schlimmeres gewohnt. Ich kann jetzt sogar hier reinhüpfen. Da gibt es auch Schuhe. Ich brauche keine Schuhe. Ich mache das ganz oldschool-mäßig. 91. Moment. Ich hab's doch gesehen. Ich dachte aber, es wäre so ein Totenschädel. Igumbugum. Auch keiner? Okay. 93, das ist keine gute Zahl. Ist besser, wenn es eine gerade Zahl wäre. Aber vielleicht habe ich ja trotzdem die richtige Anzahl. War da oben noch was? Nein, auch nicht. Gut. Rein da. So, hoffentlich sind das die letzten Noten, sonst fehlen mir wirklich irgendwie welche. 95. 96. Au. 97. 98. Ja, das sind sie alle. Yay. Perfekte. Ast rein. Und alle. Ja. Yay. So, dann habe ich sogar alle leeren Honigwaben. Ich bin komplett durch mit der Welt. Völlig unerwartet. Hat jetzt zwar schon länger gedauert als die anderen Welten, aber trotzdem nicht so lange, wie ich befürchtet habe. Und Gruntildas Platte, hatte ich die? Ja, die habe ich auch. Da war in der Hexe, in den Augen. In dem Auge der Hexe kam da das Puzzleteil. Das hole ich mir jetzt noch, natürlich. Jetzt muss ich nur noch gerade den Ausgang finden. Wo geht's denn hier raus? So, ich muss mich nicht extra verwandeln. Wissen wir ja. Es geht schon ganz automatisch gleich. Ach, und ich habe noch ganz was vergessen. Ich muss ja noch einige Sachen machen. Zwei Sachen, glaube ich, als dieser Typ hier. Als Verwandelter. Nicht vergessen. Aber hier kann ich schon mal raus. Die Bestleistung dieser Welt ist nun 100 Noten. Ach du Scheiße, das ist ja groß. Lass mich doch in Ruhe. Fuck, ey. Boah, ist ja schnell gewesen. Und riesig, wenn man so ein kleiner Fratz ist. So, jetzt kommen wir endlich hier rein. Und was Tolles bewirken. Was wir auch brauchen. Ah, wen haben wir denn da? Mumbo. Mit dir habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber den kann man echt nur für diesen einen Raum benutzen. Das bringt's voll. Denn um hier rauszukommen, muss man ja wieder klein sein. Es war so klar. Ich wusste es einfach. Zack. Und zack. Na, erinnert ihr euch? Die nächste Welt befindet sich dort. Und die kann man jetzt erreichen. Sie ist nur noch nicht freigeschaltet. Aber das kommt auch noch. Diesen lächerlichen Strauß. Geht sich ja bald die Puste aus. Das wäre sogar realistisch, denn der hat echt viel zu tun. Ich meine, sie, es ist ja eine Vogeldame. Gibbs machen Mumbo Hunger. Ich mache den Kopf doch fertig. Also der ist irgendwie seine Witze nie leid.
Gut, dann kann man hier weg. Hier gibt's nichts mehr Großartiges. Höchstens noch irgendwelche Eier und Federn. Dann gibt's noch eine Sache, die wir machen müssen. Und das ist, glaube ich, sogar eine Cheeto-Seite. Den sehen wir jetzt zum ersten Mal, weil ich es bisher gemieden habe, mehr oder weniger freiwillig, ihn zu treffen. Jetzt treffen wir ihn endlich. Und erfahren den ersten Cheat, vielleicht für mehr Federn oder mehr Eier. Oder mehr goldene Federn. Ich bin gespannt und ich weiß auch nicht, ob ich das sofort mache. Ich glaube, erst wenn ich alle habe, alle Cheats oder mehrere Cheats. Ich glaube, ich kenne nur drei. Ja, nicht schlimm. Hab genug Leben. Es gibt die rote Federsheet. Ich glaube, das ist der erste. Dann gibt es blaue Eier und dann goldene Federn. Weitere kenne ich, glaube ich, gar nicht. Bei Benjatui gibt es ja Dutzende. Da habe ich aber auch nicht viele gefunden. Ach, diese Kamera. Muss man schön langsam machen. Besser langsam und durchkommen, mal schnell und nie schaffen. Ich meine, so dünn ist es jetzt auch nicht. Es hätte noch schlimmer sein können. Ich nehme immer gerne das Beispiel Banjo-Tooie, weil es gerade passt zu diesem Spiel. Da ist sowas hier echt unter Zeit wäre das dann. Wenn ich hier selbst an den Sumpf denke in diesem Spiel, da gibt es ja auch sowas. Nur nicht ganz so lange. Das habe ich ja bis jetzt noch nicht geschafft, aber das kommt natürlich noch. Fuck. Mit der Tusse will ich eh nicht reden. Das rate ich dann lieber, alles hat bis jetzt immer geklappt. Wenn es später braucht. Gunthildas Vorlieben. Da ist er. Endlich sehen wir ihn. Und sonst gibt es hier nichts, okay. Ich bin Cheeto, das magische Zauberbuch. Ich kann euch ein paar tolle Cheats verraten. Schweige, du verlaustes Buch, sonst trifft dich mein böser Fluch. Die Hexe hat das Buch verschlammt. Ihr habt mich gefunden, das ist eure Chance. Die werdet ihr nutzen. Rück über den Cheats heraus, Zauberbüchlein. Einen Zauber will ich verraten. Gebt auf dem Boden als Sandburg an der Treasure Truth Groove den Code Red Feathers ein. Das sind die Rundfedern. Danke, Meister Cheeto. In Grundhildas Hexenhöhle sind noch andere Bücher versteckt. Finde sie. Yay! Jetzt kann ich mir mehr rote Federn holen. Gerade wegen denen habe ich ja so ziemlich gejammert vorhin, weil es so wenige waren. Und ich so verschwenderisch war. Aber nee, jetzt noch nicht. Jetzt könnte ich mich einfach runterwerfen lassen. Wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber macht nichts. Wie ich schon wieder neun Leben habe, habe ich jetzt irgendwo ein Leben wieder eingesammelt gehabt. Man kann ja immer nicht Game Over gehen. Da immer noch neun. Wieso? Ach so, okay, es wird trotzdem weitergezählt, ich verstehe. Ich habe hier einige Leben gesammelt, nachdem ich schon neun hatte. Die werden gezählt, aber nicht angezeigt. Nintendo 64 war noch nicht in der Lage, irgendwie zwei Ziffern zu zeigen oder was. Oder es hätte einfach zu viel Speicherplatz gekostet. Aber ich finde es ganz nett, dass die dennoch gezählt werden. Dann bleibe ich jetzt wohl ewig auf 9 stehen. So. Jetzt will ich ja noch das Puzzleteil holen. Dazu muss ich wieder fliegen. Ihr wisst, was das heißt. Da oben ist es. Das Spiel wird immer besser. Wir laufen ins offene Messer. Das hoffe ich aber nicht. Jetzt muss ich leider wieder zu dem bösen Schneemann. Ich würde ja gern ihn irgendwie töten. Könnte ich eigentlich machen. Ich kann ja gleich fliegen. Das versuche ich sogar. Ich weiß nicht, ob das geht und ob das was bringt. Aber ich glaube, der kommt wieder, wenn man dann irgendwo mal ein Level betritt und dann wieder herkommt. So, habe ich genug Federn? Nein. Also ich habe schon genug, aber nicht voll. Bin ja immer gerne voll. So, mal gucken, ob ich es auf Anhieb schaffe. Ich mag das nicht so oder so knapp. Immer schön erst Kazooie laufen lassen. Dann geht es ihm schneller, als dass er, wenn er die erstmal anziehen müsste. Das hat schon ganz gut geklappt. Also wesentlich besser als beim ersten Mal.
Gut. Moment, wo fliege ich hin? Ich will doch erstmal das Puzzleteil holen. Das ist viel wichtiger gerade. Als alles andere. Da muss man nämlich erstmal gegendonnern. Damit sie überhaupt freigelegt wird. Mist, ich wollte eigentlich in der Luft bleiben. Na gut, dann vergessen wir den Schneemann einfach. Wir müssen irgendwie nie wieder hin. Denn wir haben ja alles geschafft im Freezy Peak. Und hier müssen wir auch nicht mehr fliegen. Nicht, dass ich wüsste zumindest. Dann können wir jetzt einmal weitergehen. Es fehlen noch zwei Welten. Und ein paar wenige Dinge in den alten Welten. In Ägypten noch was, im Sumpf. Und vielleicht irgendwo noch eine leere Honigwabe. Jetzt sind wir hier schon unter Wasser, man sieht es. Das waren wir nämlich beim ersten Mal noch nicht. Aber da hoch kommen wir immer noch nicht. Das kommt auch erst später. Deswegen gucken wir erstmal, ob hier hoffentlich irgendwo das Puzzle ist für diese Welt, die hier wartet. Denn die ist ja auch noch nicht freigeschaltet. Und Hilda bläst euch jetzt den Marsch. Ich versohle euch den Hintern, den Arsch. Also bitte. Sowas muss doch nicht zensiert werden. Also wenn sie was anders blasen wollte, dann könnte man es zensieren. Das muss man dann wirklich nicht haben. So, da komme ich nicht hoch. Dann muss ich woanders den Aufstieg beginnen. Ja, die Welt, die gefällt mir jetzt nicht so. Die ist zwar ganz herausfordernd. Aber eben vielleicht ein bisschen zu herausfordernd, zumindest ein Puzzleteil weiß ich. Da ich hoffe, ich muss keine Selbst jetzt benutzen. Ich versuche es natürlich ohne, aber da muss halt sehr viel laufen. Und bevor ich dauernd laufe und das eventuell rausschneide, könnte ich eigentlich auch Selbst jetzt benutzen. So. Meines Wissens, Wehrzeichen. Ist das einfach nur für Wasser? Genau. Ist das nur zeitlich begrenzt? War das das? Wäre möglich. Zumindest höre ich irgendwie keinen Ticken der Uhr oder sowas. Aber hier kann ich nochmal hin. Ist das eine Abkürzung? Das ist der. Was kaum was bringt, weil es ziemlich nah ist. Die Abkürzung benutze ich sowieso irgendwie nie. Jetzt liegt das, der Eingang der Welt unter Wasser. Scheint nicht zeitlich begrenzt zu sein. Aber irgendwo gibt es noch eine Stufe, die dann zeitlich begrenzt ist. Vielleicht hier. Was haben wir denn da? Ah. Boah, fast. 33. Boah, 12 Puzzleteile. Man braucht die letzte Welt wahrscheinlich 14. Übel, übel. Rusty Bucket Bay. Aber daran sieht man auch, dass man echt nicht alle Puzzleteile bräuchte. Ich bin gerade nicht mal sicher, wie viele es gibt. Ich glaube nicht 100. 94 oder so waren es, glaube ich. Kann man einfach nachzählen. 9 mal 10 Puzzleteile, also 9 Welten, a 10 Puzzleteile, 90. Und dann noch 10 Contildas Welt, also doch 100. Wie kam ich da auf 94? So. Coole Kamera, ich finde es einfach genial. Ich kann sie auch nicht irgendwie wechseln, sie ist gerade jetzt echt so, normalerweise ist es nicht. Da komme ich doch gar nicht durch, kann ich da irgendwie wenigstens mal gucken. Ah, wir wissen wo das ist. Da haben wir nämlich Mad Monster Menschen freigeschaltet. Ist aber schade, dass man hier keinen Durchgang machen kann. Da hätte ich jetzt vielleicht nochmal den Totenschädel versucht zu kriegen. Gut, dann müssen wir uns jetzt leider ranwagen an Rusty Bucket Bay. Oder kann ich noch irgendwas dazwischen schieben? Wo war denn diese Stufe für noch höheres Wasser? Es gab es hier doch auch irgendwo. Ah, da unten. Ne, da geht's zu Mad Monster Menschen, oder? Hier war der Totenschädel. Kann mich gerade gar nicht erinnern, wo das war. Armer Bär, so dick und rund. Bald peitsche ich ihm den Hintern wund.
Aber jetzt möchte ich mich mal umgucken. Ich glaube, hier in diesem Raum gibt's gar nicht nochmal so was. Es wäre nämlich ziemlich komisch, da es ja schon einen Schalter hier gibt. Deswegen gucke ich einfach mal entweder hier oder eins davor. Wieder eben so ein Abbild war in der Wand von so einem Piranha. Ich will es doch erstmal kurz machen, auch weil ich die Welt ein bisschen wegschieben will. Ist echt ein bisschen schwer und naja, aber die Musik ist natürlich wieder toll. So, jetzt kommen wir hier hoch natürlich. Perfekt. Da gibt es nur eine goldene Feder. Hier gibt es gar nichts. Aber hier geht's rein. Vielleicht ist da wieder so ein Cheeto. Oder nur der Wasserpegel-Schalter. Ja, und der ist halt zeitlich begrenzt. Mal gucken, ob ich da finde, was... Ich weiß gar nicht, wo ich... Ah, da ist die Tür, aber da gehe ich erst später rein. Habe ich 610 Münzen? Da könnte ich sogar reingehen schon. Ja, wunderbar. Jetzt reicht die Zeit auch voll. Na gut, ich probiere es trotzdem mal. Ich frage mich gerade, wo... Ah, da. Da muss ich rein. Es wird aber eng. Irgendwo ganz oben ist nämlich noch so ein Durchgang, wo man nur hinkommt, wenn das Wasser ganz oben ist. Ist nur die Frage, wo der ist. Da! Ja! Das war wieder mal eng. Jetzt ist ein Cheeto. Du wusstest doch, ist doch einer. Bärenvogel haben das nächste Buch gefunden. Dafür gibt es auch einen weiteren Trick. Schweigebuch und zwar für immer, sonst wird alles noch viel schlimmer. Hässliche Hexe, du sollst schweigen. Ihr gebt auf dem Boden der Sandburg den Code Goldfeder sein. Herrlich. Und den dritten Cheeto, den finden wir beim Sumpf hinten dran, was ich ja noch machen wollte und machen werde. Und das ist dann mit den Eiern. Gerade die Eier fehlen mir noch. Das mache ich dann nach der Welt oder nach der nächsten. Mal sehen. Jetzt müssen wir erstmal hier rein. Ich kann mich nicht länger vordrücken. Rusty Bucket Bay. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mit dieser Welt. Mein Name ist Sam. Ciao, ciao.